Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwester, wer hat jünd beropen? Wer hat jünd gesagt, was je zu tun haben in je meint? Als Christe. Paulus und Barnabas, der werden dabei als die Christe Tage gebet holen, gefasst und dann überredet Gott und sagt, schickt diese Menschen raus. So, was hat die Gemeinde? Sie lädt die Hände auf diesem Bett, auf diesem Bett lädt sie die Hände und lädt für den Beten. Und bei der Bibel sagt uns, futz nur dem, Apostelgeschichte 13, Feier, sie wurde rausgeschickt vom Heiligen Geist. Weißt du, das ist ein Unterschied auf Menschen ans Rutschheitje oder auf der Heiligen Geist ans Rutschheitje? Von diesem Tag übernimmt Focken ein Komitee oder eine Organisation, das wird und sagt, du wirst rutschkönnen. Wir waren die in der Städte oder wir waren die in der Haltjewe oder was immer und du wirst rutschkönnen. Das wird richtig sein in dem Fall, wenn die Gemeinde vorher gebetet hat und Gott geredet hat und Gott gesagt hat, schickt mir diesem oder schickt mir Janne Rüter. Das ist doch wunderbar, dass die Gemeinde in Antiochien gehandelt hat. Dass sie so lange beten, was Gott redet und dass sie dann Rüter schickt, dann wusste Paulus und Barnabas, nicht Menschen haben es Rüter geschickt. Der Geist Gottes hat an sich gescheit. Weil der Geist Gottes hat gesagt, dass sie gehen sollen. Der Geist Gottes hat die Gemeinde dort gesagt. Und sie wusste, der Geist Gottes der hat das ganz klar gesagt. Und der wird auch bewahren, die Kraft geben und helfen, das Wort zu tun, was Gott dann abgedrückt hat. Herr Jesus, halb uns dazu entscheiden, wann näher wir uns von Menschen scheiden, lute Seele, und wann er wie wachte Seele, was du redet hast, und dort klar machen, dass du uns geschickt hast, dass du uns Boss bist, dass du der einzige Beste für uns verantwortlich ist. In die Nummer beten wir. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht wie die Nummer Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.